Hallihallo, Hallöchen. Wir spielen wieder SnowRunner auf der PlayStation 4. Und hier ist das gute Stück, was wir gestern aus dem Sumpf gezogen haben. Ich habe den mal ein bisschen aufgepimpt. Er hat eine neue Stoßstange vorne bekommen. Quasi hier so ein Rambock. Eine coole Lackierung. Und ja, das ist der Chevy Kodiaq C70. Und ja, ich habe mit denen auch schon eine Mission gemacht, habe da den großen Tieflader hier hinten gehangen, den großen Anhänger, das geht. Und ja, wir haben eine neue Mission, aber nicht mit dem Auto. Ich brauche dafür einen Kran und ja, vielleicht fahren wir doch mit dem zurück ein Stückchen. Dann können wir den gerade hier noch ein bisschen in Aktion sehen. Der hat jetzt natürlich aber auch kein Gewicht hier dran. Jetzt muss ich mal gucken, wo kann ich denn da eigentlich? Wir können hier über die Farm fahren. Theoretisch. Der hat jetzt bloß Hinterradantrieb. Und wir können noch das Differential sperren hinten. Dann geht er noch ein bisschen besser. Vielleicht bekommt er ja dann mal noch ein anderes Getriebe und ein Allrad und so weiter. So, klingt aber ganz gut. Die Lackierung finde ich vor allen Dingen noch cool hier. Das ist der Weg. Okay, wir hätten den anderen Weg nehmen sollen, sehe ich gerade. Da wären wir direkt zur Farm gekommen. Hier wird es ein bisschen schwierig, verdammt. Okay, wir nehmen die Abkürzung. Oh, da wird der Farmer nicht so Freude haben. So, ich glaube, zwei Anhänger hintereinander kann ich nicht anhängen. Aber ich brauche den Anhänger, was der jetzt hier dran hat, für die nächste Mission. Wir müssen Ersatzteile liefern für eine Bohrung. Und da fahre ich schon wieder den nächsten Zaun kaputt. Ach, die Leute werden mich lieben hier. Aber dafür brauchen wir den Kran-LKW. Und den haben wir schon bereitgestellt. Der hat bloß keinen Anhänger. Das bringt dann nichts, wenn ich mit dem Kran irgendwo hinfahre. Und kann es nachher nicht abladen. Deswegen kriegt er den hier. Ich hoffe, das funktioniert. So, wir fahren mal zurück zur Werkstatt. So, das Ding läuft, muss ich sagen. Haben wir cooles Fahrzeug. Vielleicht verkaufe ich auch wieder ein, zwei Fahrzeuge, die ich nicht brauche, damit wir da auch wieder zu Geld kommen. Aber jetzt fahren wir ja erstmal zu unserer Station. Da hinten habe ich nämlich schon, ich wollte nämlich schon fast losfahren, sage ich mal. Da habe ich nämlich hier den Kran-LKW schon hingestellt. Aber ich habe ja keinen Anhänger, von daher sollte der natürlich den Anhänger mitnehmen. So, ich würde sagen,
Wir lassen den mal hier stehen. Okay, so kann ich nicht wechseln. Dann wechseln wir halt so. So, nehmen uns dieses Monster hier mit. Schauen, damit ich da den Anhänger dran machen kann und dann geht's los. Funktioniert, sieht noch gut aus. Optisch jedenfalls passt es noch dazu zu dem fetten Teil. Dann geht's los. Ich freue mich. So, Ersatzteile für Bohrung. Er hat noch eine kleine Schwäche hier, der LKW. Er kippt ein bisschen schnell. So, aber den haben wir schon in Alaska im Einsatz gehabt. Da hat es funktioniert. Wir werden auch mit dem hier gut klarkommen. Fahren wir hier ein bisschen außen rum, hat sich besser bewährt, hier durchzufahren. Hallo? Irgendwie habe ich da den Baum eingefahren hier. Ich sag noch, hier lang geht es leichter, aber das sieht hier, das ist auch ein bisschen schwerer, der Gerät hier. Der sinkt hier komplett ein. Okay, wenn schon, denn schon, ist auf jeden Fall durch. Er kämpft. Aber ich finde die Kombination hier noch ganz gut mit dem Anhänger hier, mit dem Vierachser. So, ich hoffe, ich bin auch richtig hier. Ich habe mir das vorhin schnell auf der Karte angeschaut. Und warte mal, wir fahren mal hier außen rum. Oh, da war ein Schild. Ja, nu. Jetzt ist es halt weg.
So, geht schon. Yippie-yay. Schlamm und Dreck. Das fetzt. Oder so. So, man kennt ja hier schon ein bisschen so die Stellen, wenn man irgendwo lang gefahren ist, und jetzt fahre ich doch genau rein hier. Immer so ein bisschen Angst, damit das Teil hier umkippt. Sieht aber auch gut aus hier, wie das alles da bewegt und macht und tut. Sogar der Auspuff wackelt. Man sieht die heißen Auspuffgase. Genau, MZ80 ist unterwegs. Platz da. So, und ich glaube, wir sind nämlich jetzt gleich mal da. Okay, das ist die Kiste, was ich holen muss. Ich muss da runter. Aber auch irgendwie wieder hoch. So, am besten. Ja, das ist klar. Jetzt kommt auch noch der Regen. So, ich könnte mir vorstellen, ich komme da hoch. Ich versuche mal den Kran auszuklappen. Ich weiß nicht, ob das geht. Was, jetzt habe ich es weggemacht? Nee. Wo ist jetzt die Kiste hin? Verdammte Axt. Wieso hat denn das jetzt die Kiste angewählt? Oder hängt sie jetzt vorne dran? Nee. Sie ist weg. Mach mich nicht schwach. Bin extra hergefahren. So, warte mal. Das ist mein Fehler gewesen. So, verlorenen Container. Neu starten. Jawohl. Okay, da muss er hin. Ist er jetzt da? Puh, er ist wieder da. Oh, Glück gehabt. Okay, jetzt nichts Falsches drücken. So, Kranstützen ausfahren, bitte. Jawohl, geht. Kran wiederherstellen. Fracht entfernen. Nein, Kranmodus, bitte. So. Ich weiß nicht. Genau, so. So, komm schon, fahr den Kran ein, bitte. Heben. Ist irgendwie eine komische Kameraansicht.
So, Kiste steht auf jeden Fall drauf. Ich kann hier noch Fracht verladen. Jetzt steht sie richtig drauf, angegurtet. Kran wieder herstellen, das geht auch ziemlich schnell. So, wir haben hier noch... Wir haben nicht mal die Bremse angezogen. Wir sind auch Profis, hä? Wir sind komplette Profis. So, wir versuchen hier hochzufahren. Genau, sowas habe ich mir schon gedacht. Okay, wir versuchen hier... den Anhänger rückwärts zu schieben. Ohne damit uns der Kran umkippt am besten. So, komm, lenk rum hin. Lenk rum, rum, rum. Ja, das sieht gut aus. Oh, das sieht nicht mehr gut aus. Warte mal. Das könnte was werden. Boah, er rutscht rückwärts runter. So, wir müssen noch mal zurück. So, fahrt mal mit so einem Anhänger und LKW rückwärts. Was ist denn jetzt wieder los? Ah, das muss echt schwer sein hier, die Fracht. Ja, jetzt komm hier, machen wir hier Power. Rum hier. Kleine Bäume können ruhig umgefahren werden. Oh, warte. Jetzt ist er aber haarscharf am Umkippen gewesen. So, die Fracht ist da. Stopp. Entladen. Jawohl. Super. Was mich jetzt interessieren würde... Jetzt haben wir das da eigentlich erledigt. Okay, das ist schon mal gut. Wie sieht's denn hier aus? Was, das Alte muss weg. Das ist nicht hier. Okay. Hafenlieferung ist auch nicht hier und Ausrüstung ist auch nicht hier. So, jetzt muss ich doch nochmal da schauen. Stromleitung ist auch nicht hier. Haben wir irgendwas, was wir noch hier machen können, bitteschön? Ist auch nicht hier. Das sind alles die anderen Karten, das ist alles gesperrt. Okay. Nichtsdestotrotz, ich glaube, wir haben unseren Auftrag souverän erledigt. Ich lasse mal der Gerät hier. Und würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und macht's gut. Ciao, ciao.